Hallo zusammen und schön, dass ihr dabei seid beim nächsten Livestream der Zockstube. Diese Woche hatten wir eine tolle Neuerscheinung mit The Climb 2 und da dachte ich mir, was bietet sich denn besser an für unseren Livestream, als mal dann gemeinsam ausführlichen Eindruck von diesem Game zu bekommen. Ich freue mich, ich sehe, es ist schon einiges im Chat los, das freut mich total. Ich gucke sofort zu euch in den Chat, aber ich wollte mir jetzt gemeinsam mal mit euch einen ausführlichen Eindruck von dem Game verschaffen. Mal gucken, welche Kletterpassagen es denn da gibt. Vielleicht könnt ihr euch dann auch mal die ein oder andere aussuchen, die ich dann einfach mal langkletter, wofür ihr euch halt interessiert. So, jetzt gucke ich mal zu euch in den Chat. Mensch, ist da schon was los? Cryzen und Dragon Boy Alpha, hallo, Peter Netten, der Mike Myers ist dabei. Buddy, hallöchen, Flexi Let's Plays hat's über Discord mitbekommen. Schön, dass du über Discord den Weg hierher gefunden hast. Der Robert Hoffmann ist da, Terkina, Alex News, Tim VR Mainz, der Patrick Thiele, hallöchen. Tim Spiele TV, Oton Metti, Hi Ogni, Mai, Carmen, Maxico, Crash Hero, Hi Crash Hero, Blue ist da, Basti, der Thorsten ist da, der Yogi ist da, Grüße gehen nach Oberhausen, jetzt gucke ich mal, war der VR Mainz, genau, Grüße gehen natürlich auch an VR Mainz nach Oberhausen, Chris Sportmarke, Hallöchen. Und dann haben wir noch Maklam 2. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir gucken uns heute gemeinsam das Spiel an. Vorher möchte ich aber noch danken einmal dem Steven. Der hat nämlich seinen Patreon-Beitrag von $3 auf $6 erhöht. Das hilft mir enorm. Und dem Marco, der letzte Woche auch noch was via Tippi-Stream gespendet hat. Vielen, vielen Dank dafür. Ich mache das immer so am Anfang des Streams, weil ich das während des Streams nicht mitbekomme. Und ich möchte halt ganz gerne den Leuten Danke sagen. Das hilft mir hier wirklich enorm. Wenn ihr euch für mehr Livestreams in der Zockstube interessiert, dann findet ihr in der Videobeschreibung eine Playlist, wo ihr zu allen Livestreams und Let's Plays kommt. Da sind inzwischen, ich glaube, irgendwas Mitte 20 Videos drin, die jeweils so eine Stunde, zwei, drei gehen. Das heißt, da könnt ihr auch in Ruhe euch mal neben den ganzen ersten Eindrücken, die ihr hier in der Zockstube bekommt, einen Eindruck verschaffen, der ausführlicher ist, wo einfach mal eine Passage im Spiel gezockt wird. Ist ja vielleicht für euch auch ganz interessant. Ja, und wenn ihr jetzt nicht so gespoilt werden wollt und trotzdem mal sehen wollt, was The Climb eigentlich ist und was The Climb 2 bietet, dann habe ich euch auch meinen ersten Eindruck in der Videobeschreibung hinterlegt. So, jetzt will ich aber gar nicht so lange in Schwafeln. Genau, was wir heute noch haben. Wir losen heute noch zwei Gewinnspiele zum Ende aus. Wir haben einmal The Climb 2 in der Tombola und Luna sind die Woche rausgekommen. Das machen wir nachher im Livestream. Gucken wir mal, wer von euch da gewonnen hat. So, der Fabian ist noch dabei, der VR-Lord ist mit dabei. Ralf, hallöchen, Nicole, Blümel, hallo, der Dirk. Ja, und ich würde sagen, dann legen wir mal los. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich, gespoilert. Buddy, du weißt doch, wenn man die Passagen selbst entdecken möchte, dann kann man auch bei einem Kletterspiel gespoilert werden. Hat ja nicht immer was mit der Story zu tun, aber es gibt halt manche Leute, die wollen halt das Ganze selbst entdecken. Und wenn du das vorher schon gesehen hast, dann hast du nicht mehr so, weißt du, wie ich meine? Verstehst mich doch, Buddy, komm, hast mich doch verstanden. Weißt du, was ich meine, Schätzelein? So, dann kriegt er jetzt mal mein Bild und ich starte The Climb 2. Gucken wir uns das mal an. Ja, Controller rechts, ein bisschen geklettert wird. Ja, ihr habt ja schon in meinem First Impression Video vielleicht gesehen, welche Bereiche es so gibt. Muss ich selbst mal gucken. Es gibt so ein Gebirge, so Rocky Mountain mäßig. Es gibt die Alpen, es gibt ein Stadtgebiet. Dann muss es auch noch irgendwo eine Karte geben, wo das mit dem Vulkan ist. Ja, in den ganzen Trailern wurde eine Kletterkarte mit einem Vulkanausbruch beworben. Und ich würde es vorschlagen, dass ihr immer in den Chat schreibt, welche Karten, wo ihr denn gerne am ehesten mal eine Kletterpartie sehen wollt. Und ich würde das dann so machen, es gibt hier immer leicht, mittel, schwer. Ich würde dann immer bei leicht anfangen und dann arbeiten wir uns so vor. Jetzt möchte ich euch aber erstmal, wie komme ich denn hier zurück? So, erstmal die Auswahl vorstellen. Wir haben die Alpen, wir haben die Bucht, wir haben den Canyon, die Stadt oder den Norden und das war's. Das war's. Also nochmal, ihr schreibt jetzt in den Chat, was ihr am liebsten sehen wollt, wo wir zum Klettern anfangen. Im Norden, in der Stadt, im Canyon, in der Bucht oder in den Alpen.
Und die Möglichkeit, die möchte ich jetzt nochmal nutzen, um auch zu sagen, wenn irgendwas mit dem Sound nicht stimmt oder so, dann schreibt es mir. Dann kann ich gerne nochmal lauter oder leiser stellen. Hallo Telrunja. So, jetzt gucke ich mal. Norden, Norden, Alpen. Ach du Scheiße. Wie viel? Stadt, Stadt. Oh, was ist denn jetzt am meisten da? Ich würde sagen, gerade überwiegt so ein bisschen Stadt. Oberhausen. Ich kletter ein bisschen in Oberhausen. Okay, starten wir heute mit Stadt. Ja, wir haben heute sehr viel Zeit. Wir können viel klettern. Aber die erste Nachfrage, das, was ich so am meisten jetzt einschätze, ist Stadt. In meinem First Impression Video habe ich schon New Blanc abgeschlossen. Da bin ich schon im Geschäftsviertel rumgeklettert. Nicht New Blanc, da. Das ist New Blanc. Ich bin im Geschäftsviertel schon rumgeklettert im First Impression Video. Jetzt gucken wir uns New Blanc an. Und ja, ich starte das jetzt aber erstmal casual, ne? Ich bin jetzt nicht so der Kletterprofi. Obwohl mir jemand in die Kommentare geschrieben hat, ich wäre geklettert wie Tom Cruise. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Weil ich größer bin als Tom Cruise. So. Ach, guck mal hier. Da. Mensch! So, wo geht es denn hier? Ach, guck mal hier. Erstmal die Aussicht genießen. Guckt euch das mal an, ey. Das ist schon geil. Aber ich stelle mir dann immer so die Frage, wer kommt denn auf die Idee, hier zu klettern? Gut, dass hier schon der erste Checkpoint ist, dann kann nichts schief gehen. Oh, hier kommen wir hoch. Und immer wenn ich auf den Zwischenplattformen bin, versuche ich mal bei euch reinzuschauen. Das heißt, wenn ihr was im Chat mir mitteilen wollt, dann gerne schreiben @zockstube und dann versuche ich darauf bei der nächsten Pause einzugehen. Oh. Okay. Boah, ich hab das glaube ich auch schon erwähnt, ich habe riesen Höhenangst. Guck mal, da unten die Autos. Also man muss wirklich sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt so rüberkommt, die Autos, die wirken echt platt. Ich glaube, das ist einfach von der Textur nur so eine Scheibe, die da rumfährt. Aber mein Gott, ist ja auch nur ein absoluter Nebeneffekt, deswegen sind wir da jetzt mal nicht so streng. Okay, okay, okay. Oh, Taube. Oh, nein! Nein! Warum? Ich bin auf den falschen Knopf gekommen. Okay, ich bin auf den Springknopf gekommen, wie man unschwer gesehen hat. Ja, und im Livestream kann ich nicht so einfach ein Furzgeräusch reinschneiden. So, wer kommt denn auf die Idee, jetzt guckt euch das doch mal an, wer kommt denn auf die Idee, so zu klettern? Das ist doch voll lebensmüde. Stellt euch mal vor, ihr wohnt da in diesem Haus und dann klettert hier einer lang. Das war echt. Boah. Boah, hier diese Leinen, wo man dann rumklettern kann, die finde ich echt fies. Weil die noch so wackeln, ne? Boah, ich kriege schon wieder schwitzige Finger ohne Ende. Ich glaube, da ist die erste Plattform. So. Okay. Das ist die erste Plattform. Puh. Ja, dieses Lebensmüde macht voll Spaß schon. Aber ganz ehrlich, das gibt es doch nicht im richtigen Leben, oder? Also ich meine, ich weiß, dass es Leute gibt, die bekloppt klettern, ne? Aber das ist ja wirklich lebensgefährlich, das macht doch keiner.
Ja, hier haben sie versucht, da saßen gerade Tauben auf der, ja, ich sag mal, auf der Leine, wo wir runtergegangen sind. Aber dann ist einerseits ganz schön, aber andererseits waren dann die Objekte, woran wir uns jetzt festhalten können, hier noch nicht gerendert. Das ist irgendwie so ein, keine Ahnung, in manchen Situationen wurde hier, oh, das sind glückige Steine, verdammt. Oh, da müssen wir schnell, ich weiß gar nicht, wo ich mich da festhalten kann. Wir müssen hier hoch, müssen wir hoch oder müssen wir runter? Da müssen wir lang, okay. Und jetzt? Was hier? Oh. Das hat deren Ernst, wir müssen uns jetzt hier... Boah. Der sagt mir mal, ich soll zur Ausgangsposition zurückgehen. Ich habe, ach, da oben. Gar nicht den Eindruck, dass ich die verlassen habe. Spricht aber dann auch für die Immersion des Spiels einfach, wenn man nicht mehr weiß, wo man sich befindet. So. Okay. Wir müssen da jetzt nicht rüberspringen, oder? Da hinten ist auf jeden Fall ein Checkpoint. Warte mal, da oben. Können wir da oben an den Stein ran? Oh, 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 wir können uns hier an der Seite festhalten. Das ist gut. Hier sind... Ach, hier geht's wieder. Blumenkasten geht. Ah, man erkennt schon die Steine, an denen man sich festhalten kann. Ist ganz nett. Aber da muss ich jetzt rüberspringen, oder? Ne, guck mal, hier ist wieder. Hallo? Hallo? Ne, da wohnst du schon auf der 100. Etage und dann gafft dir immer noch einer ins Fenster. Scheiße gelaufen. Herzlich willkommen bei The Climb 2. Ach, da müssen wir runter. Das sieht aus wie eine Fahne. Oh, 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 oh. Ich bin noch an der... Wo ist denn die Ausgangsposition? Da ist die Ausgangsposition. Dein Kopf steckt in einem Objekt. Oh. Kann man so bei Schleimern auf der Arbeit, die kriegen dann auch so die Meldung, ihr Kopf steckt in einem Objekt oder dann in einem Subjekt. Wo müssen wir da auf den Kran? Nee. Da ist B. Ah, Tatsache, warte mal, müssen wir jetzt hoch und da rüber jumpen? Na. Das würden die, das ist, nein, oder? Komm. Tatsache, das sind das kranke Typen, ey. Ach, guck mal, man kriegt hier aber schon so ein paar Tipps. Boah, das Ding wackelt jetzt auch noch. Ich glaube, guck mal, da an dem Teil haben die uns extra so einen Checkpoint dran gemacht, damit wir wissen, da kann man sich irgendwie festhalten. Ich hoffe nicht, dass es irgendwie nur ein schlechter Joke ist. Oh. So. Dann darüber. Das ist ja eine dieser Stangen, wo wir dran runterrutschen können, ne? Will ich nicht. Da oben müssen wir hoch, da ist B. Also wirklich eine ausführliche Kletterpassage hier, ne? Nächster Checkpoint. Ah, ist wieder.
Da können wir uns nicht dran festhalten, hier aber wieder. Wieder zurück. Da. Checkpoint. Ja, das wollen die natürlich wieder, dass wir darüber. Na komm. Muss aufhören, immer nach unten zu gucken, ne? Ja, schaffen wir das denn jetzt? Guck mal, das ist doch höher. Kann ich so? Ja, so geht's. Puh. So, wir fahren hier gerade hoch, das mache ich noch eben und dann gucke ich zu euch in den Chat. Ich glaube, ich muss hier wirklich mal wieder zurück an meine Position. Ach, jetzt bin ich wieder, habe ich wieder meinen Kopf in irgendeinem Objekt stecken. Mal hier und dann einmal neu ausrichten. So müsste es doch eigentlich auch gehen, ja. Ja, bei dem Spiel wandert man. Kann man gar nichts für, glaube ich. Boah, hoch hinaus geht's jetzt. Virgil. Na, guck mal, hier sind wieder diese Saugnupsis an den Fenstern, woran wir uns festhalten können. So, jetzt aber erstmal nochmal zu euch. Mike Myers, Hallöchen. Gibt genug Bekloppte. Ob die das überleben, ist eine andere Frage. Ja, das ist Darwin. Um das Spiel zu gewinnen, hättest du in die Kommentare zum ersten Eindruck schreiben müssen, Chryzen. Also die Teilnahme ist leider nicht mehr möglich, aber gleich ist die Auslosung. Greif nicht in den Taubenkot. Lydia, nee, ich kann dir da leider nicht helfen. Vielleicht hat jemand anders noch eine Idee. Guck mal, ob du vielleicht nicht genug Speicherplatz hast. Ich weiß gar, ehrlich gesagt gar nicht, wie groß das Spiel ist. Na komm hier. Und mit dem können wir jetzt hier erstmal düsen. Ach nee, der will hier wirklich. Sind das hier so Scheibenwischroboter oder was? Oh, warum fahren wir jetzt? Ich dachte, der fährt wieder ein Stückchen weiter. Das war Verarsche. Oh nein, oh nein. Oh, der ist runtergefallen. Ach, guck mal, dann hast du hier so eine, wie eine Energieanzeige dran, die geht dann leer. Guck mal da. Ja, und dann geht der runter. Flupp. Wenn die an sind, ist das, glaube ich, kein Problem. So, hier ist wieder ein Problem. Hier haben die wieder Energieanzeigen. Checkpoint und jetzt geht's hoch. Taube, weg da. Weg da, wir kommen. Oh, haben wir jetzt hier mehrere? Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Sagt der Ernst? Wow. Na sicher. Also es sind hier definitiv schöne Spielelemente mit drin. Die bringen einen echt, die machen einen wahnsinnig. Oh. Boah. Na, da wäre ein Checkpoint, da oben ist aber auch noch einer. Ich vermute, bis dahin kommen wir. Sag ich mal so. Hier sind aber viele Checkpoints, so komme ich da nicht weiter. So. Und jetzt hoch hier, am Seil. Ach scheiße, hier ist schon wieder so eine Tafel, ey. Die war schon beim letzten Level kacke. So, aber da, wo die Kreuzchen sind, pass auf. Da ist beim nächsten einer. So. Da oben ist die letzte Plattform, okay.
Hat hier irgendeiner geschrien? Das ist der Kollege, der hinter uns war, der eben hat es erwischt. Wo ist denn der Hubschrauber? Ach guck mal, da kommt sogar ein Flugzeug angedüst. Wer schreit denn da? Da ist der Hubschrauber gelandet. Ja, das Doofe ist jetzt natürlich, ich weiß null, woran ich mich hier festhalten kann. Oh. Ja, daran nicht. Ach, dann sind wir. Was? Nee, aber ach du Scheiße. Kennt ihr den Film The Walk? Wo dieser, ich meine, das ist hier von dem Macher von Auf Zug in die Zukunft, wo dieser Typ ein Seil zwischen den beiden World Trade Centern gespannt hat und da drüber läuft. Können wir irgendwas nach dem werfen? Wie fühlt man sich morgens, wenn man aufsteht und so eine Scheiße vorhat? Ach, guck mal, da sind noch Nupsis. Kann ich jetzt hier? Ne, guck mal, da kann ich auch nicht rauf. Kann ich aber. Ja, guck mal so. Schrei doch nicht die ganze Zeit so doof. So. Da sind wir. Wuhu! So sieht's von hier oben aus. Ist ja schön. Ist er schon runtergefallen? Wo ist er denn? Da ist er. Ne, guck mal, er läuft wieder zurück. Mein Gott, das Seil, das ist aber auch am Rumeiern da, ne? Gut, haben wir geschafft. Das heißt, jetzt habt ihr wieder die Wahl. 14 Minuten haben wir gebraucht, okay. Ich weiß nicht, ist das gut, ist das schlecht. Ihr habt jetzt wieder die Wahl zwischen Stadt, Norden, Alpen, Bucht oder Canyon. Ja, die Aussicht, die war echt ganz cool. Ja, schön, dass ihr alle dabei seid. Canyon, Alpen, Canyon, Norden. So, da haben wir drei Nachrichten und schon mal alle drei unterschiedlich. Bucht, Norden, Alpen, Alpen, Alpen. Ach komm, jetzt so häufig hintereinander Alpen. Dann gehen wir jetzt in die Alpen. Schön übrigens, dass ihr dabei seid. Wenn euch das Video gefällt, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Däumchen nach oben freuen, Leute. Das wäre sehr, sehr geil. So, wie ihr es vielleicht gesehen habt, in meinem ersten Eindruck habe ich den Grand Combre mir angeguckt. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal den Keilerhauer. Und vielleicht kommen wir heute sogar noch zum Bussardschnabel. Aber erstmal gucken wir uns jetzt den Keilerhauer an. Und da starten wir auch auf Casual. Je weiter deine Hände vom Körper entfernt sind, desto mehr Ausdauer verbrauchst du. Also es sind wirklich viele neue Parcours dazu gekommen. Da kann man nicht sagen, dass das irgendwie... Ach, warte mal. Habe ich das nicht? Nee, das ist nicht, oder? Ist das, was ich schon gemacht habe? Nein. Bin mir gerade echt nicht sicher. Vielleicht habe ich mich doch vorm Mittleren gescheut. Ich guck mal, wenn ich gleich merke, dass das ist, was ich schon im First Impression gemacht habe. Es sieht hier gerade sehr ähnlich aus. Aber was man sagen kann ist, die Strecken, das ist nicht so, dass ihr die bei verschiedenen Tageszeiten oder zu verschiedenen Schwierigkeiten spielt. Also diese 15 Strecken, die ihr auswählen könnt, die sind wirklich grundverschieden zueinander. Das sind, kann man wirklich sagen, komplett unterschiedliche Parcours. Und das ist dann doch schon echt umfangreich. Guck mal, wir haben jetzt gerade an dem leichten Stadtparcours haben wir eine Viertelstunde gesessen. Das ist eine ordentliche Zeit, finde ich. So, jetzt geht's hier lang. Also im Moment, oh, Nase juckt. Im Moment sieht's halt ähnlich aus zu dem. Nee, ach, guck mal da unten. Ach, das ist doch hier dieses neue Schwanstein. Das war doch. Was war das da? Ich erinnere mich nicht, Leute. Das war auf jeden Fall da, aber an die Kletterpassage kann ich mich gerade nicht erinnern. Hier sind wir auf jeden Fall schon beim Checkpoint. Beim ersten. Whoa.
Ja, so klettert man, glaube ich, auch nicht, ne? Wie ich das hier mache. Nee, da ist das Wasser. Mensch, das ist unheimlich schön hier, ne? Aber ich glaube, genau die Strecke habe ich schon gemacht. Deswegen würde ich jetzt gleich mal unterbrechen und zur nächsten gehen bei dem ersten Checkpoint. Ich finde das Dorf da unten sehr schön. Den Wasserfall und alles. Aber, was sagt er uns jetzt schon wieder? Bitte zur Ausgangsposition. Ach, da. Zurück zum Menü. Dann nehme ich hier mal. Ups. Dann jetzt den Grand Cambre. Jetzt sag mir nicht, die Strecken, die sind sich nur so ähnlich und ich habe mich jetzt vertan. Das wäre oberdämlich. Das ist ja oberdämlich. Sorry, Leute. So, Kailauer. Erster Checkpoint, der ging ja ratzfatz. Den machen wir jetzt doch eben neu. Dann haben die wirklich dieselbe Umgebung drumherum gemacht jetzt bei den Alpen. Wir sind jetzt wahrscheinlich irgendwie auf dem Nachbarberg, gucken aber auf selbe Schloss, gucken auf selbe Dorf und auf denselben großen Berg, wo ich jetzt erstmal dachte, das wäre 1:1 derselbe Parcours. So, dann machen wir jetzt hier mal in Windeseile. Ja, guck mal, ja, in Windeseile. Ich wollte mich für euch beeilen. Ich mache vernünftig. So. Das passiert, wenn ich mich versuche zu beeilen. Vielleicht bin ich deswegen Beamter geworden. Boah. Kennt ihr gute Beamtenwitze? Leute, haut mal raus. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, ich kenne sie alle. Ich glaube, ich kenne sie inzwischen alle. Aber vielleicht ist der eine oder andere noch dabei, den ich nicht kenne. Den kann ich mir dann mal auf dem Checkpoint A durchlesen. Boah. So, da sind wir, guck mal, da sind wir doch schon bei A. War doch jetzt gar nicht so viel. So, zack und hoch. Ja, ist eine andere. Scheiße, hätte ich mal gerade gelesen. Ja, Crashland ist im Moment echt ein cooler Titel, definitiv. Er holt das Letzte aus sich raus. Sehr schön. Ja. Der gefällt mir. Oh, da war schon wieder der Zombie war da oben. Guckt euch den an. Frech ohne Ende. Boah, hier darfst du aber auch wirklich. Ihr seht ja immer die Meldung. Ach, guck mal, da vorne geht's weiter. Ihr seht ja immer die Meldung, wenn da steht, geh wieder zurück in den Spielbereich. Hier darfst du echt nicht weit zur Seite gehen. Und dann sagt er direkt, du hast deinen Platz verlassen. Nicht so cool, bitte gehen Sie wieder zurück. Okay. Ja, das ist gemein. Wir müssen dahin und da führt kein Weg lang. Das heißt, wir müssen jetzt hier rechts lang. Was war das? War mein Kopf jetzt schon wieder irgendwo drin? Jetzt können wir uns entscheiden, links oder rechts. Gehen wir nach links. Da ist ja das B. Uhuhu. Oh Mist, da oben sind die Teile, die abbrechen. Wollen wir versuchen? Komm, wir versuchen es. So. Ist hier so Balken, können wir uns daran festhalten? Nee, ne? Ach, da sagt er, da lang. Ah, okay. Oh nein!
Oh, die sind zusammengebrochen. Boah. Ach, was schön, Leute. Das sieht doch mal richtig toll aus, finde ich. Klar, es ist jetzt nicht so knackscharf und man weiß im Prinzip, ja, das ist ein Bild, aber das kommt hier echt gut rüber. Die Vögel, die zwitschern einem hier so um die Ohren. Da hinten haben sie den Zeppelin. Gefällt mir doch alles in allem sehr gut. Was soll das heißen, Mike Meiss? Das ist eine Frechheit. Schön, Maxiko. Ja, Crashland will ich mir auch unbedingt noch mal ausführlicher angucken. Wärt ihr denn darin interessiert, Crashland auch mal im Livestream zu sehen? Ich hatte da letzte Woche so ein bisschen... Ach, guck mal hier. Ja, guten, du. Kann ich hier... Kann ich dich anpacken? Nee, anpacken will er nicht. Ich hatte letzte Woche lieber Drop Dead Dual Strike gewählt. Hat mir auch richtig Bock gemacht zu zocken, weil ich einfach gedacht habe, bei Crashland, da ist das Frustration... Na, bin ich schon wieder gelaufen. Da ist das Frustrationspotenzial so hoch. Und ich weiß nicht, ob das so unterhaltsam ist, mir einfach 2 Stunden beim Scheitern zuzusehen. Mein Gott, hier sind aber Viecher, du. Die wollen ihren Berg verteidigen. Wir müssen da hoch. Warum müssen wir denn jetzt hier nochmal... Ich kann mir doch hier auch einblenden lassen. Nee, wir müssen da rüber, tatsächlich. Ja, dann. Ups. Schon wieder die vertrauensvollen Dinger hier. Cool, Leiter. Und die Leiter rutscht, ist ja so klar gewesen. Oh, die Dinger, die brechen aber auch. Wo lang jetzt? Gehen wir mal links lang. Jetzt können wir hier nochmal zurückrutschen. Dann können wir da hoch. Ja. Checkpoint nehmen wir mit. Oh. Da rüber. Toll, haben wir hier so 2 Bröcklige. Ja, da kann jetzt keiner mehr lang klettern, abgebrochen die Dinger. Also falls ihr hier noch mal lang wollt, könnt ihr vergessen. Alles kaputt. So, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Der Biber will uns noch mal. Was sind das eigentlich? Wir sind das? Nee, das sind doch keine Biber, oder? So. Woohoo! Wo ist denn der Nachbarberg, auf dem wir geklettert sind? Der war genau in derselben Umgebung, aber war höher. Der andere Berg war höher. Oh, guck mal da, freuen die sich. So, sind die mal nicht so ganz alleine hier. Schön, wirklich schön. Ja, und dann habt ihr jetzt wieder die Wahl. Und mal gucken, habt ihr denn hier schon eine Highscore vorgelegt? Kann ich hier... Meine Freunde gucken. Kiez Benny, Nessie und also im Moment bin ich zumindest in meiner Freundesliste vorn. Das ist natürlich eine ganz geile Funktion, finde ich. So, weiter. Okay, also jetzt haben wir die Stadt und die Alpen gehabt. Dann würde ich jetzt mal sagen, nehmen wir mal was wir noch nicht hatten. Also ihr habt jetzt die Wahl zwischen Bucht, Canyon und Norden. Canyon, Bucht,
Das sind Murmeltiere, ja, das kann gut sein. Wie machst du das mit den Streams, fragt Maxiko. Schreibst du dir die Ideen auf und guckst dann, wann du Zeit hast? Nee, die Streams, die sind immer sonntags um 16 Uhr. Also das ist immer dasselbe und dann gucke ich halt, was anliegt. Manche wünschen sich ja ein Spiel, dann mache ich das gerne. Oder es gibt halt so aktuelle Themen, wie jetzt beispielsweise dieses Game hier. Oder eben alte Titel, die ich euch zeigen möchte. Letzte Woche Drop Dead beispielsweise ist eines meiner Lieblingsspiele. Wollte ich euch einfach mal zeigen. So, ich würde sagen, Bucht. Bucht ist gewünscht. Also gehen wir jetzt zur Bucht. So, und da starten wir mit dem goldenen Speer. Was ist denn der Unterschied zwischen Profi? Verliere deine Ausdauer nicht vollständig. Nur casual Erfolge. Spiele ohne Kalk und Ausdauer, aber auch ohne Punkte. Ja, komm. Ja. Nee, komm, ich mache jetzt mal eine Runde Profi. Also jetzt volle Pulle. Oh. Ach, guck mal. Ja, aber das ist doch auch ganz ähnlich zu... ja, die Umgebung hatten wir doch schon bei The Climb 1. Das ist doch dasselbe, oder? Aber weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr an den Parcours erinnern. Aber... ach ja, guck mal jetzt hier. Ach, das ist auch das mit dem optimalen Druckpunkt, ne? Weiß ich gar nicht. Mal gucken. Wie das so klappt. Verliere nie deine Ausdauer vollständig, sagt er uns. Kurz mal aufladen. Hier sehen wir an unseren Handgelenken, wie unsere Energie auflädt. Hier weiter geht's. Warum kann ich mich daran nicht festhalten? Ach, da. Sehr gemein. Warum? Was habe ich? Nein! Och komm, Leute. Das war echt gemein. Hier nochmal Abschluss, kletter hier nicht mehr lang. Warum bin ich. Achso, jetzt war ich schon wieder in dem. Ja, da müssen wir wohl rüber. So. Checkpoint erreicht. Oh, wir müssen kalken wieder, ne? Und da ist der erste Checkpoint. Schön, ne? Das war echt toll. Danke, Chris, für den Tipp. So. Oh, oh, oh. Das war knapp. Kondition. Thank you.
da ist schon B. Ich vermute aber, da kommen wir jetzt nicht auf direktem Wege hin. Das wäre zu kurz zwischen den Checkpoints. Oh, Kalten. Oh, das war knapp. So, Energie. Ich muss relativ häufig kalken, ne? Aber bei meinen schwitzigen Fingern auch klar. Schon wieder. So, hier geht's jetzt hoch. Oh, für den Rest kalke ich jetzt nicht mehr. Okay, da kommen wir noch so hoch. So, noch eine Etage höher. Thorsten, wieso solltest du gebannt sein? Hast du irgendwie eine Meldung von YouTube gekriegt oder was? Wow. Wow. Oh. Also man kriegt auch hier vom Klettern echt lange Arme, Leute. Auch wenn man sich ja hier gar nicht hochzieht, aber wenn man halt nicht gewohnt ist, geht das hier auch in die Arme, wenn man die ganze Zeit so hier nach oben streckt. Ich habe mal gehört, aus einer gewissen Höhe, wenn man da runterfällt, wirkt Wasser wie Beton. Ich hoffe, das stimmt nicht, wenn ich so nach unten gucke. Dann kann man besser hoffen, dass man auf einen Stein aufschlägt oder auf einen Baum. Oh, Kalten wieder. Kurz Kondition holen. Oh, jetzt haben wir den Kopf im Stein. Da ist C, da ist C. Ich glaube, wenn ich mir so unsere Finger angucke, kalken wäre nochmal gut. So, die kommen jetzt da oben hin. Ah, da lang. So. Ach, schön mit dem Blümli. Also ganz ehrlich, so da vorne so im Hotel Urlaub machen, ist schon nicht verkehrt hier. Ja, da unten in so einer Baracke im Fischerdorf eher nicht, aber so da hinten, da könnte ich mir schon vorstellen. Oder da. Ja, oder da. So, das war die Bucht. Ja, das gibt tatsächlich Muskelkater. Ich glaube das auch, Crash Hero. So, was machen wir denn als nächstes? Gucken wir nochmal die Auswahl an. Wir haben dann, glaube ich, noch den Norden. Boah. Na komm. Gesamtpunkte. Oh, jetzt guck mal, jetzt habe ich hier neue Handschuhe freigeschaltet. Da kann man sich dann einkleiden. Gesamtpunkte, so wie seid ihr denn da unterwegs? Jetzt könnte ich hier ein Rennen machen, aber das ist, da muss ich mal frisch sein. So, wir haben jetzt noch Canyon und den Norden. Was wollt ihr? Was wollt ihr, bevor ich wieder? Canyon, zweimal Canyon, zweimal Norden.
Viel Erfolg bei den Hausaufgaben, wie Alava. Norden. So, dann haben wir jetzt dreimal Norden, zweimal Canyon. Das heißt, wir gucken uns jetzt den Norden an. Oh, guck mal, hier haben wir so Windräder, wo wir hochklettern müssen. Das habe ich das letzte Mal bei Population One gemacht. Wir starten mit dem grünen Fjord. Und komm, einmal Casual habe ich mir wieder verdient, oder? Einmal Casual geht. Boah, Alter. Schon. Also was so die Aussicht angeht und die Atmosphäre, da haben sie sich schon echt Mühe gegeben. Also wirklich. So. Geht ne. Boah, hier ist aber viel mit Springerei, wa? Überall, wo wir klettern, sind Hubschrauber unterwegs. Was haben wir denn da? Vögel, die sich ungefähr mit 5 Bildern pro Sekunde bewegen. Penguin. Was ist das denn? Oh, das war schnell zum ersten Checkpunkt. Da oben ist C, da müssen wir noch hin in dem Spiel. Wie kommen wir denn da überhaupt rüber? Sagen wir nicht, das wird ja gleich so ein Mega-Jump einfach rüber. Aber so wie es aussieht, da ist B. Ach guck mal, da ist eine Seilrutsche. Sehe ich. Okay, haben wir einen Plan. Überall diese Viecher. Oh, komm. Ja, Mann, so geht das. So, da oben haben wir, oh, haben wir schon die nächste. Ne, hier rum geht's nicht. So rum müssen wir da auch. Okay. Toll. Ich meine, es ist dieselbe Aussicht wie gerade, aber immer noch toll. Papageitaucher, okay, cool. So, jetzt müssen wir mit der Seilrutsche rüber. Und ab geht's. So, wir sehen da nicht, wo wir hinkommen. Und die Berge verändern sich noch so. Das finde ich so gar nicht schön, ne? Das finde ich so gar nicht schön. Ich hoffe, ihr habt gesehen, was ich meine. Hier, der ganze Berg hat sich beim Ranrollen noch verändert. Ich bin schon wieder irgendwie von meiner Ausgangsposition zu weit weg.
Okay, jetzt geht's ja nach rechts. Hubschrauber kommt schon wieder. Leute machen sich einfach Sorgen um uns. So, da haben wir nochmal Checkpoint. Den hätten wir jetzt auch nicht mehr gebraucht, so kurz, oder? So kurz vor Ende. Okay. So sieht's von oben aus. Wir sind auch einen ziemlich weiten Weg geklettert. Wenn man jetzt mal so runter guckt. Guck mal, da ist B und wir sind ja noch deutlich unter B gestartet, ne? Also schon eine ordentliche Strecke, die wir hier zurückgelegt haben. So, und als letztes ist jetzt noch der Canyon offen. Da gucken wir uns jetzt noch mal den Canyon an. 3 Minuten 52 ist ja mal mega schnell gewesen, oder? Ja, guck mal, keiner meiner Highscore schneller. Boah, aber keiner gespielt. So, weiter geht's. Dann schauen wir uns jetzt als letztes mal den Canyon an und dann können wir wieder neu abstimmen. Dann haben wir wieder alles. Guck, das sieht geil aus auch, ne? Warum ist denn da ein Düsenjäger? Ist das. So. Ja, wirklich, rettet den VR, sucht die. Oh. So, wie sieht's denn hier aus? Ach, Heißluftballons sind unterwegs. Keine Ahnung, ist das hier irgendwie. Sind das Rocky Mountains oder so? Ich weiß gar nicht. So, Bereich. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Aber auch die Sonne da hinten. Schön gemacht. Schön gemacht. Ich sehe schon A. Ja, und im Prinzip muss man sagen, ja, das Außenrum ist ein bisschen anders. Gerade waren mal die Steine grün. Dann sind sie mal braun gewesen. Jetzt sind sie gelb-orange. Ansonsten ist da eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied, das Drumherum eher. Was sich halt krass unterscheidet, ist das Stadtlevel. Also da haben sie sich, da haben sie wirklich komplett das Spiel nochmal aufgebohrt, Neues entwickelt, da an Häuserfronten rumzuklettern, das ist ja mal mega krass gewesen. Und hier so neue Komponenten im Verhältnis zum zweiten Teil, ja, komm, gehen wir hier, zum ersten Teil, dass man hier so Seile hat, woran man sich lang schwingen kann. So. Ja, hier sind immer wieder so Steine, wenn man die anpackt, die bröseln dann weg und dann fällt man runter. Muss man echt ein offenes Auge haben. Sonst furzt man hier mal schnell ab. Okay, A ist da drüben. Ja, sind wir jetzt gleich schon beim ersten Checkpoint. Könnt ihr euch ja schon mal überlegen, was ihr denn als nächstes sehen wollt? Werde ich euch gleich fragen, wenn wir hier beim Parcours durch sind. Dann haben wir ja wieder die freie Auswahl zwischen den verschiedenen Stages. Oh, Anubis, vielen, vielen Dank. Das ist lieb. Freut mich riesig. Danke, danke. Hallo, Super Dexter Murphy. Reicht das? Kann man hier läuten? Okay, jetzt haben wir hier Griffe. Um den Checkpoint auszulösen, muss man wirklich den Stein berühren, der da in der unmittelbaren Nähe ist. Okay, ja, ich glaube, das soll heißen, wir müssen da drüber springen. Okay, und dann hoch. Jetzt gewinnen wir Höhe. Oh nein, da oben ist eine Leiter. Ich vermute, die müssen wir gleich entlang.
da sind wir schon bei B. Schön. Nächste Etage. Oh! Trauen wir uns? Haben wir Level verloren? Wow! Tatsache, ey, die beißt uns! Leck, leck, also. Das ist ja das allerletzte. Okay, okay. Wisst ihr, was jetzt gleich mit der Leiter passiert? Die hält doch niemals, oder? Boah, guck mal, wie die hier auf 7:30 hängt. Checkpoint. Dann geht es jetzt hier hoch. Und hoch da. Oh. Schön. Oh, vielen Dank, Laufportal. Wenn die Affen steigen, wird das Wetter schön. Sehr, sehr geil. Vielen Dank für deine Spende. Danke, danke. So. Dann, ciao Thorsten, bis wir schreiben. New by Nator, Hallöchen. Jan Red, schön, dass du dabei bist. Der Frank ist jetzt noch dazugekommen. Die Pauline habe ich gerade, glaube ich, noch nicht gelesen. Ich glaube, da müsste es sein. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Und jetzt dürft ihr euch wieder aussuchen, wo wir als nächstes klettern gehen. Eine nächste Kletterstation wartet auf uns. Und ihr habt jetzt wieder die volle Auswahl. Aber erstmal muss ich einen Blick in die Highscore werfen. Mensch, hier ist ja noch gar nichts los in den Highscores von meiner Freundesliste. Also, wir haben wieder den Canyon, die Stadt, den Norden, die Alpen oder die Bucht. Jetzt bitte in den Chat. Und ich versuche ungefähr rauszufiltern, was die Mehrheit bekommt. Und dann gehen wir da die nächste Stage klettern. Norden oder Stadt? Bucht. Stadt. Im Moment Stadt. Mit der Nase vorn. Alpen. Alpen. Holt auf. Bucht. Stadt. Okay. Ich würde sagen, die Stadt hat knapp gewonnen vor den Alpen. So, bei der Stadt ist es jetzt so, dass wir die dann auch gleich durch haben. Ich habe New Blanc gerade gemacht. Dann das Geschäftsviertel im ersten Eindrucksvideo, wenn ihr das sehen wollt. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt gucken wir uns den schweren Parcours an, aber dann ganz bestimmt auf Casual. Das ist jetzt quasi so das finale Tüpfelchen. Hier bei der Stadt. Dann habt ihr alle Stadtparcours gesehen. Ist auch, finde ich, so mit das interessanteste Setting überhaupt. Oh, das ist jetzt aber ein hohes Hochhaus, wa? Über den Wolken sind wir. Ja, aber das ist dann ja auch nicht so schwierig, weil wenn wir runterfallen, dann landen wir ja auf den Wolken. Okay.
Okay, ich habe den Eindruck, hier ist viel mit Gespringe. Ist ein Checkpoint. Checkpoint erreicht. Aber wohin dann? Von hier aus kannst du nirgendwo. Dann muss man wieder zurückspringen. Das war jetzt Quatsch irgendwie. Aber wo lang muss man denn? Ach, da! Okay, nee, war doch kein Quatsch. Da lang müssen wir. Und dann? Oh! Oh, falscher Knopf, ich wollte mir die Route einblenden lassen. Ach, da ist ein Griff, okay. Boah, Alter, die Dinger, die sind hier echt schön am. Müssen wir jetzt darüber? Kann ich mit dem Teil irgendwie schaukeln? Kann ich mich da irgendwie noch anders? Okay, da müssen wir lang. Oh. Oh. Ja, also hier merkt man schon, das ist eine andere Härtestufe. Ne? Da ist viel Springerei mit bei. Das müssen wir mal warten, bis wir da ein bisschen. Boah. Oh, da ist der Aufzug. Ich glaube, den hätten wir nehmen müssen. Oder? Ja, da müssen wir hoch. Okay, warten wir, bis der Aufzug wieder da ist. Timing ist alles. Und dann? Und dann? Ach, da oben ist der nächste Aufzug. Da kleben die Teile auch dran. Dann können wir nach ganz oben. Ja, komm. Boah. Na, hier geht's auch ordentlich ab. Boah. Also das ist hier wirklich ein richtig waghalsiges Level. Bin mal gespannt, ob die anderen schweren, wenn wir gleich noch so weit kommen, auch so in der Kategorie sind. Das ist hier echt heftig. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie schwitzig meine Finger einfach sind. Wichtig ist, sich vorm Klettern die Hände einzucremen, damit die nicht so spröde werden durch das ganze Klettern. Ja, okay, und jetzt? Und hier, ah, hier kommen wir wieder. Oh nee. Echt jetzt? Boah, wie findet ihr denn den Parcours hier? Das ist ja mal, das war jetzt, wir sind jetzt bei A erst. Und jetzt fahren wir rüber. Und wir sind hier wieder an so einem Baukran. Der auch relativ. Was war das? Hubschrauber, natürlich Hubschrauber wieder. Zwei Flugzeuge da hinten. Wir werden jetzt hier gerade rüber gedreht und können jetzt hier. Boah, ich kann schon nicht verstehen, wie beispielsweise so Leute, die im Bau tätig sind, auf so hohen Baustellen arbeiten können. Ihr kennt bestimmt dieses Bild. Ist das aus New York, wo die Leute da auf diesem Stahlträger sitzen? Boah, da werde ich wahnsinnig, wenn ich allein das Bild sehe. Ja, der Parcours ist echt. Finde ich auch richtig, richtig cool. Aber wo müssen wir jetzt hin? Wo geht es jetzt hin? Bitte zur Ausgangsposition zurück. Ach. Na klar. Ach, okay. Ja, das haben wir ja gerade schon gemacht. An dem Gerüst können wir uns ja hier festhalten. Jetzt müssen wir da echt
rüberspringen. Rauf. Müssen wir überhaupt rauf? Genau, in dem Teil rutschen wir hier runter, können wir uns hier festhalten. Da sieht's gut aus. Mal einen kleinen Checkpoint. Ja. Geil. Schaffen wir das? Schaffen wir das. Wow. Ey, das Teil geht hier runter. Das ist wie eine Schaukel, die wir ausgelöst haben. Und jetzt? Können wir uns hier am äußeren Rahmen festhalten, oder? Ach, da müssen wir hin. Guck mal, ich hab da. Guck mal, da. Ach, hier außen rum, überall sind noch Griffe da. Oh. Schwitzige Finger, Leute, schwitzige Finger. USB. Würden wir von hier aus vielleicht nicht zumindest mal kurz B sehen oder so? Ah ne, guck mal, da sind Nupsis wieder dran, aber von hier aus können wir da doch niemals rüberspringen und das klappt, oder? Oder meinte da unten die Knöpfe? Oh, Tatsache! Oh, das. Ja, das hat nicht funktioniert. Also ich glaube, hier die Knöpfe waren schon mal gut. Dann wollte ich hier rüber. Oh, Hakenknopf. Dann können wir hier vielleicht zum nächsthöheren Knopf. Dann können wir hier wieder runterrutschen. Knopf. Knopf. Hier weiter. Wie findet ihr denn insgesamt The Climb? Würde mich auch mal interessieren. Wo kann ich irgendwie... findet ihr es ein würdiger Nachfolger oder eher, also viele haben ja in die Kommentare auch geschrieben, ja, sieht eher aus wie ein DLC zu Teil 1. Da würde mich eure Meinung mal interessieren. So, wir haben jetzt hier einen Checkpoint. Ich weiß nämlich auch gar nicht, was wir machen müssen. Müssen wir jetzt vielleicht... Okay, nee, da muss man nicht. Da unten sind noch Nupsis. Das ist hier aber die Plane ab. Muss ich dann von hier noch ein bisschen runter? Seht ihr die da unten? Kann man sich an den festhalten? Nein, ich bin zu weit gesprungen. Da muss ich einen Ticken weiter runter, vielleicht so. So, da. Nee, da oben ist B, wir dürfen nicht runter. Sehe ich gerade erst, da ist B. Wir müssen irgendwie über den Kran, im Korn. Das ist doof. Aber da können wir auch nicht. Man sieht ja aber auch so schlecht, woran man sich festhalten kann, ne? Aber kann ich jetzt da? Ah, nee, schon wieder. Okay. Jetzt Schluss mit lustig. Ernst kommt. Guck mal, da sind sogar Warnhinweise, Caution. Wir sollen einen Helm tragen. Leute, wenn wir hier runterstürzen, dann ist das scheißegal, ob wir einen Helm aufhaben. Wo kann ich mich denn hier festhalten? Ich weiß echt nicht, wo es hier weitergehen soll. Vorne wäre noch was. Wieso bin ich denn jetzt tot? Oder muss ich vielleicht nochmal zurück? Ach, warte mal, wir können uns noch Tipps anzeigen lassen. Ach, wir mussten echt den Knopf drücken. Junge, Junge, Junge. Na gut. Was ist hier gerade? Ach, und jetzt können wir hier die Leiter hoch. Alles klar.
Checkpoint. Oh, ich will nicht darüber springen. Oh, ich vermute, wir müssen, ne? Also an den Teilen, an den schiefen Dingern, da kann man nur runterrutschen. Da kommst du nicht auf den grünen Zweig mit. Und das Teil sind wir schon hochgeklettert. Wenn das Ganze nicht über den Wolken wäre, dann wäre das schon heftig genug. Oh, es geht weiter hoch. Ah, da ganz oben werden wir hin müssen. Aber guck doch mal auf die Level, die sind doch echt groß, ne? Muss man dem Spiel ja auch mal lassen. Michael Mossal, vielen, vielen Dank für deine Spende. Richtig, richtig super. Guck mal, bei den Spenden habe ich schon wieder ein Spiel raus. Super, super geil. Vielen Dank. Ja, Maxiko, die Videos, wo Leute auf dem Wolkenkratzer klettern, habe ich auch schon gesehen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also, das ist doch wirklich. Ne, da muss man doch damit rechnen, dass man echt einen guten Aufschlag hat. Ja, Alex, ich finde die Weiterentwicklung auch echt gut. Aber es ist natürlich, ich sag mal, es ist kein, aus meiner Sicht kein The Climb 2, sondern eher so ein, ja, ich nenne es mal The Climb 1,5 irgendwie. Es ist jetzt in der Grafik, finde ich es tatsächlich ein Ticken besser. Hab jetzt auch schon bei anderen gehört, die sagen, boah, grafisch, das ist genau auf dem Niveau von 1. Also kann ich nicht sagen. Ich finde, bei 1 hatten wir ein. Guck mal, hier kannst du dich nur mit zwei Fingern festhalten. Bei 1 hatten wir einen unheimlich schönen Parcours und der Rest, der wirkte irgendwie flach. Fand ich jetzt für meinen Geschmack. Hier finde ich, dass jeder Parcours zumindest so auf dem gleichen Level ist. Das gefällt mir sehr gut. Oh. Oh, das sind so welche Brechgriffe. Oh, verdammt. Das ist schon eine schöne Sache. Die Parcours, die sind auch echt cool gemacht. Also coole Ideen, die Entwickler da einfließen lassen haben. Ohne jede Frage. Und deswegen, ich bin froh, dass das Spiel da ist. Aber was mir halt nicht so ganz klar ist, das habe ich auch in meinem Video zum ersten Eindruck gesagt. Es wurde so betont. Ach, verdammt. Das sind die Griffe, die uns wehtun. The Climb 1 wäre so der Riesenhype gewesen. Den habe ich ehrlich gesagt nicht mitgekriegt. Es war ein solides Spiel, was ich auch gerne gespielt habe. Genauso wie dieses hier. Aber das ist jetzt kein Spiel, was irgendwie groß. Guck mal, jetzt muss man ihn hier sauber machen. Was jetzt einen Riesenhype auslöst, was Leute in die VR bringt oder so. Das ist es nicht. Aber wenn ihr eine Quest habt und auf Kletterspiele steht, dann kriegt ihr halt nichts Besseres. Ist mir zumindest nicht bekannt. Also für die Quest kriegt er nichts Besseres, aber ich meine auch so insgesamt in der Virtual Reality ist das hier schon, glaube ich, eine Hausnummer. So, wo lang müssen wir denn? Ach, da. Ah, wieder so Griffe. So, so. Sollen alle wissen, dass wir hier oben sind. Wo ist denn die Seite? Wir sind hier an der Plattform, aber das ist nicht die Seite, wo wir hochklettern können. Ach, hier ist er. Und los geht's. Jetzt gucken wir uns mal an. Ach, da sind noch ein paar andere Hochhäuser. Ja, sicher. So. Ja, wir sind anscheinend sehr hoch. Weiß gar nicht, soll das dann nachher dann der Vulkan sein, der ausbricht? Schwer zu sagen. Okay, das heißt, ihr habt jetzt hier alle Stadtlevel gesehen. 12 Minuten waren wir jetzt dabei. Hat das schon jemand? Nee. Highscores leider noch, also zumindest bei mir lokal leer. Wir haben jetzt noch den Norden, die Alpen, die Bucht und den Canyon. Was wollt ihr, Leute? Dankeschön, Homer. Vielen Dank für die Spende. Mensch, ihr seid ja richtig klasse. Danke, danke.
Noch Gewichte an die Handgelenke. Ja, sicher. Ich kriege so schon richtig lange Arme. Newby. Alpen, Norden, Norden, Canyon, Norden. Norden hat gewonnen. Dann machen wir jetzt Norden. Das ist der Norden. Wir waren gerade im grünen Fjord. Also jetzt gehen wir zum windigen Gipfel. Also ich vermute, wir haben jetzt zusammen 2 Stunden gespielt. Ich habe für mein First Impression 40 Minuten gebraucht. Und wir haben das Spiel immer noch nicht durch. Und durch dieses Klettern und den Parcours hat das halt auch was lang, also von der Motivation her, was einen langfristig bindet. Und daher glaube ich schon, mein Eisbär, glaube ich schon, dass es die 30 Euro wert ist. Oh, guck mal, Babys. Was schön. Wenn wir da unten wären, dann würde uns nicht nur die Mutter zerfleischen, sondern auch jedes der beiden Kinder. So, so sieht es aus. Ist nicht romantisch, aber so ist es halt. Was für süße Eisbären. So. Ja, komm, gehen wir wieder links rum. So. Was sind das da eigentlich? Ist das wie so ein Wasserfall, der runtergelaufen ist und gefroren ist, das Weiße? Sind wir hier in eine Sackgasse geklettert? Ah ne, hier kommt man ganz hoch. So seitlich. Und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, wie anstrengend ich das schon finde, hier teilweise die ganze Zeit über Kopf zu hantieren, wenn ich mir jetzt noch vorstelle, da hängt dann das eigene Körpergewicht dran. Oh. Mag man sich gar nicht vorstellen, ne? Was man da für lange Arme kriegt. Und wie oft ich mir jetzt schon hier den Kopf gestoßen hätte, ist ja auch jedes Mal die Meldung, sie sind mit dem Kopf in einem Objekt. Wenn ihr so eine Meldung im Real Life heißt, Kopfschmerzen. Wo müssen wir? Da. Okay. Rüber zu A. Wuhu! Wasserfall. Oh, jetzt müssen wir hier an einem Eisteil hochklettern. Ach, guck mal, hier sind die Picken drin. Okay. Aussichtspunkt A. Schön. Ein Tanker, also wirklich, man steht hier ja immer auf der Plattform und denkt sich, oh, schön. Guck mal da auch. Schön. Homa, also ich muss sagen, The Climb, also durch das Erscheinen von The Climb 2 ist ja The Climb 1 nicht schlechter geworden. Also du hast ja andere Spielmechaniken, aber es, also ich finde jetzt, wenn du allgemein für so Kletterspiele bist und dir das Spaß macht, dann schließt das eine das andere nicht aus. Dann würde ich jetzt, also die Wahrscheinlichkeit ist ja jetzt, dass ich weiß gar nicht, wie viel The Climb 1 im Moment im Store kostet, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn das jetzt günstiger ist und vielleicht schon für 15, 20 Euro zu kriegen ist, dann halte ich das durchaus für eine Möglichkeit, dann, wenn man an Kletterfeeling günstiger kommen möchte, jetzt noch in The Climb 1 zu investieren. Also das ist immer noch aus meiner Sicht ein gutes Spiel, was das Klettern angeht. Und auch wenn ihr The Climb 2 habt und jetzt noch ein bisschen mehr klettern wollt, dann würde ich sagen, macht es auch noch, was ist das denn, ey? Dann macht es auch noch Sinn, sich danach noch The Climb 1 zu holen. Also, ich finde die Spiele, die
Das ist ja, wie gesagt, das ist wie eine Erweiterung voneinander. Das ist es nicht so, dass ihr sagt, so, ja, warum soll ich das denn jetzt noch spielen? Das ist doch dann alt. Sondern ihr, The Climb 1 hat immer noch seine Daseinsberechtigung aus meinem. Nein! So, wir haben gerade unsere Daseinsberechtigung verloren. Zu viel Blödsinn gesammelt. So, jetzt müssen wir da ganz schnell hoch, ne? Nein. Oh, der ist aber ganz schnell weggebrochen. So. Oh, ich höre. Ist da ein Eisbär? Klar, wird oben Eisbär sein. Scheiße. Nein. Oh, ich könnte mich irgendwo festhalten. So. Oh, da ist der Eisbär. Okay. Ja, da pennt wahrscheinlich gerade einer drin, wa? Och nein! Oh, bin ich blöd. Wenn die Kraft so nachlässt, dass man nicht mehr den Trigger durchdrücken kann. Nee, doch nicht. Man konnte sich da hinten einfach nur nicht festhalten. So. Ausgangsposition wieder zurück. So. Ey, hört mal. Da schnarcht einer drin. Hört ihr das? Cooles Detail. Oh. So, wir springen jetzt direkt. Ja, wir haben den Haken. Ja, oder wie seht ihr das? Ist jetzt durch das Erscheinen von The Climb 2, macht das aus eurer Sicht jetzt keinen Sinn mehr, The Climb 1 zu kaufen? Also ich finde, die Spiele, die stehen, können wunderbar auch nebeneinander stehen bleiben. Sehe ich jetzt... Kann ich jetzt hier irgendwie einen Knopf... Ach, guck mal, er fährt hoch. Noch nicht? Ach, das ist wie... Hey, so ist ja doof. Ach, scheiße, jetzt habe ich überkreuzt. Wuhu! Okay. Oh nee, ne? Habt ihr gesehen, wo wir hin müssen? Haben die Kletterdinger an das Blatt gemacht? Die wohnen hier drin. Da hinten. So. Schön. Also wirklich, da muss ich sagen, das Ding hat mir bisher am besten gefallen. Das war eine richtig tolle Strecke zu klettern. Richtig, richtig cool. Minuten 37, Dark Legend of Zelda, 282 weltweit in der Freundesliste wieder kommen. Okay, 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 also Norden war jetzt echt ganz cool. Der windige Gipfel hat mir echt gefallen. So, was als nächstes? Alpen? Haben wir Alpen? Ne, Alpen hatten wir nicht durch, oder? Ne, da haben wir noch den Bussardschnabel. Wir haben noch die Alpen, die Bucht, den Canyon. Ja, und noch eine Strecke im Norden. Was sagt ihr? Maultier Picknick schreibt, ich muss sagen, The Climb 2 wirkt wie ein DLC. Sehr enttäuschend, ist ja schon
70 Jahre alt. Im Moment beide im Bundle für 39,99 €. Finde ich fair, weil der erste Teil vorher allein 30 € gekostet hat. Der Canyon ist in der Überzahl. Vielen Dank für eure Abstimmung. Dann gehen wir jetzt in den Canyon. So, muss man kurz auf die Uhr schlinzen. So, die Rostfälle haben wir schon. Dann sind wir jetzt bei Auge in Auge. Ja, und ihr müsst immer beachten, wir spielen das jetzt hier größtenteils auf Casual. Auf Profi braucht ihr natürlich viel, viel länger, weil ihr dann auch eure Hände immer wieder kalken müsst, beziehungsweise Magnesium drauf packen müsst. Also hier habt ihr schon was von dem Spiel. Okay, okay. Andere Umgebung als gerade. So, bei Tag gefällt mir gut. Und los geht's. Ich habe den Eindruck, so die neuen Parcours, die hier eingeführt wurden, die sind länger als die, die noch so ein bisschen an The Climb 1, oh, komm, schnell hoch hier, an The Climb 1 angelegt sind. Guck mal, jetzt müssen wir hier, dann hat ihr den Trigger gedrückt und macht das so ein bisschen sauber. Und dann, ja, wer hat das denn hier so dreckig gemacht? Das ist nervig. Dann nehmen wir halt direkt den nächsten. Komm, überspringen wir die dreckigen. Wenn das geht, dann geht das. Oh, die Bälle. Die Bälle. Worauf hättet ihr denn mal nächste Woche Lust? Was könnte ich denn mal nächste Woche streamen? Habt ihr da irgendeinen Wunsch? Sonst schaue ich mal, was am Donnerstag rauskommt. Ich weiß nicht, ob halt der Crashland Stream noch sinnvoll ist, ob ihr da Bock drauf hättet. Guck mal, da oben, ey. Das ist aber, also so diese Libellen und diese ganzen Viecher und was einem hier noch so um die Ohren fliegt, das macht hier echt, also trägt richtig cool zur Stimmung bei. Klettern wir mal ganz stumpf Richtung B. Ah, da. Checkpoint gelöst, okay. Ich habe auch gerade mal die Frage im Chat gesehen, wie es denn hier so mit der Kletterstimmung aussieht. Also bei mir kommt hier definitiv Kletterstimmung auf. Vor allem, weil das halt auch, also ich sag mal, wenn man jetzt zumindest wie jetzt, wie wir jetzt, anderthalb Stunden dabei ist, ordentlich in die Arme geht. Und ich heute zum Mittag zufälligerweise keinen Spinat gegessen habe. Schon bei B. Oh Gott. Den Griff, den treffen wir doch niemals, wenn wir da rüber springen, oder? Aber der will uns da lang haben, verdammt. Oh, dann nochmal. Okay, und jetzt? Den hätten wir eigentlich gar nicht springen müssen. Haben wir trotzdem gemacht. Oh. So, da haben wir B. Verdammt. So. Da sind wir bei B.
Elite Dangerous über Virtual Link. Ja, sicher. Hallo, Sabraude. So. Weiter geht's hier lang. Ein Stückchen, so bin ich wieder richtig. Mann, jetzt müssen wir das hier sauber machen, oder was? Ja, dann kann ich mich da auch bestimmen. Der Aufzug, der macht einen echt kaputt, anstatt dass man damit hochfahren kann. Ich hätte mich schon gefreut. Au, 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 au. Au, ab! Das ist schon wieder so eine Scheißschlange, ey. Hat die denn für ein Problem mit uns, ey? Wie ist die überhaupt hier hochgekommen? Nein! Oh, Mist, das habe ich nicht gesehen. Dann gehen wir die von links rum. Alter, Alter! Puh. Und da sind wir. Und wieder Hubschrauber unterwegs. War das? Wo kam der her? Da ist einer mit dem Motorrad. Moment. Ist. Alter, jetzt konnte ich euch das leider nicht zeigen. Der ist diese Rampe hochgefahren mit seinem Motorrad und ist dann da runter und hat jetzt da die Armee. Ist das bekloppt? Schöner Humor. Okay. So, der Canyon. Sagen da, was sagt da die Freundesliste? Gar nichts. Gut, ja, was wollt ihr als nächstes? Bis auf, wir haben noch Norden, wir haben Alpen, wir haben Bucht und wir haben nochmal Canyon. Ja, der Motorrad. Ja. Phasmophobia über Linkkabel, ja. Paranormal Activity als nächstes Let's Play. Soll ich dir was sagen, dass da gerade ich mein First Impression Video zu hochgeladen habe? Also ihr kriegt auf jeden Fall demnächst mal Paranormal Activity von mir. Muss mal gucken. Was ja auch diesen Monat ansteht, ist Cosmophobia. Da hat mir der Entwickler gesagt, dass ich einen Key kriege. Das ist von dem... Nee, nicht Cosmophobia, das soll jetzt Cosmo Dread heißen. Das ist von dem Entwickler von Dreadhalls. Da machen wir auf... Ach du Scheiße. Achso, ich wollte gerade sagen, wie oft stimmt ihr denn für Norden? Das ist immer derselbe. Ist von den Entwicklern von Dreadhalls und da denke ich, da können wir wieder einiges erwarten. Da gibt es auch auf jeden Fall einen Livestream zu. Also jetzt muss ich mal zählen. Alpen, Alpen, Norden, Alpen. Ich zähle dreimal Alpen. Und ja, jeder hat leider nur eine Stimme. So, dann haben wir jetzt hier nur noch den Bussardschnabel, den knallen wir uns jetzt nochmal rein. So.
Wow. Schön. Und da ist wieder Neuschwanstein. Also hier haben sie halt immer dieselbe Umgebung genommen. Ne? Immer dieselbe. Aber das hier echt schön. Das ist echt schön. So ein bisschen bei Nacht. Schloss beleuchtet. Gefällt mir sehr gut. Mein Gott, da habt ihr gleich hier alle Kletterstrecken gesehen. Das ist ja echt. Ja. Und wie man und alle Wege, wie man bei diesem Spiel sterben kann. Nein. So. Der wollte uns so lange haben, der Junge. Guck mal hier. So geht das. Hohoho. Ja, also man merkt schon bei diesen schwierigeren Strecken, da muss man halt auch schon mal häufiger springen, was man bei den einfacheren dann nicht muss. Es wird wirklich. Trotz Casual wird es anspruchsvoller. So, hier mal so eine Seilrutsche, die wir nehmen können. Will ich aber gar nicht. Obwohl, die können wir noch als Notfall nehmen. Ne? Haben wir aber auch so geschafft, dann darüber. Also, ich merke das jetzt gerade, wenn man da so ein bisschen Routine hat, geht das ja hier echt gut von der Hand. Das kann ich mir hier auch wirklich so als Time Trial, als Wettrennen richtig gut vorstellen, das Game. Das ist ja aber gerade dunkel, ne? Wo müssen wir entlang? Oh, ich habe mich zufällig noch an irgendwas festgehalten. Und jetzt? Ah. Ah, okay. Da sind wir. Station 1. Daysim weiterspielen. Minigolf oder Blaston? Ja, das ist wäre natürlich tatsächlich, wenn wir mal zusammen pokern würden, wäre unfair, ne? Alex oder The Forest? Ja, da überlege ich mir noch mal. Es gibt auf jeden Fall bald eine kleine Let's Play-Reihe. Wahrscheinlich kriegt ihr den ersten Ausschnitt davon in der nächsten Oculus Quest Show. Und dann müssen wir mal gucken. Also ich sag mal, so welche Sachen, gerade wenn man die Multiplayer macht, finde ich cooler, wenn die ein bisschen geschnitten sind, muss ich sagen. Also nicht als Livestream, sondern eher als Let's Play. Dann hat man da noch ein paar Möglichkeiten mehr. Guck mal da. Ich geh mal hoch. Ah, wir sind hier. Ah, schon wieder Putzi. Komm. Ja, da weg. Mein Gott, wie viel Dreck kann denn da drauf liegen? Komm. Das ist richtig ätzend. Ja, gut, sterben ist auch nicht besser, ne? Was mache ich denn hier? Also ich glaube, der Weg war hier schon mal gar nicht schlecht. Dann springe ich da hoch. Warum habe ich mich denn. Sag mal. Festhalten und jetzt hier. Da. Warum hat er denn nicht gegriffen? Stehe ich jetzt wieder zu nah irgendwie dran oder so, dass dann die Steuerung nicht funktioniert? Also noch hier der runterrutschen. Jetzt will ich mich. Daran, warum konnte ich mich jetzt an dem nicht. Bin mal gespannt. Nachher in der Aufnahme sieht man dann häufig, woran es gelegen hat. Aber jetzt gerade verstehe ich es.
echt nicht, warum ich mich an diesem Stein da nicht festhalten kann. Okay, pass auf, dann machen wir es anders. Boah, das sind ja auch so brüchige Steine, ne? Pass auf, dann biege ich nochmal vielleicht hier über. Irgendwo, ja, jetzt. Checkpoint. Wieder Checkpoint. So, da geht's hoch, da geht's hoch, da geht's hoch. Nee, jetzt müssen wir hier echt einen von sauber machen. Okay. Da. Wie gemein war das denn? Da war Dreck drauf. Und deswegen konnte ich da nicht weiter nach oben und die Dinger, die sind nacheinander abgebrochen. Haben wir hier noch eine andere Möglichkeit lang zu kommen? Guck mal, da hinten sind auch noch Griffe, oder? Täusche ich mich. Wo sagt er denn? Junge, er sagt auch, wir sollen da lang. Da hinten auch. Jetzt gerade ist, aber haben wir echt so eine scheiße Serie, ne? Ah, okay. Checkpoint. Oh Gott. Kann ich mich an den Dingern wieder festhalten? Jo. Okay. Da war meine Wand. Ich komme da gar nicht hin. So. Ah, da lang. So, auch hier wieder eine etwas längere Passage, wie ich finde. Akron mit der Community finde ich eine coole Idee. Creed, Match mit jedem aus der Community. Ja, geil. Coole Ideen auf jeden Fall. Sehr, sehr coole Ideen. So. Akron fände ich tatsächlich sehr, sehr lustig. Dann würde ich wahrscheinlich den Baum spielen. Würde ich jetzt einfach mal tippen. Und hier versucht mir dann auf den Senkel zu gehen. Und da könnte man sich dann ja auch, also ihr euch als Community auch so ein bisschen abwechseln, wer jetzt gerade mit im Spiel ist. Und das Coole ist ja, die Handy-App ist ja kostenlos. Ist ja völlig kostenlos. Das heißt, ihr müsstet da nicht mal Geld für ausgeben, um dann dabei sein zu können. Fände ich geil. Muss mal gucken. Also wenn jetzt am Donnerstag nichts Neues rauskommen sollte, wäre das aus meiner Sicht durchaus eine Option. Schauen wir mal. Kennt ihr Akron? Also kennen die Leute im Chat hier Akron? Ansonsten natürlich habe ich dazu auch ein Video hier auf dem Channel.
Aber würde mich mal interessieren, ob ihr euch schon mal mit dem Spiel beschäftigt habt. Ist, glaube ich, eine super Sache, auch so für Kinder. Wenn man dann einfach mal VR spielt, Mama, Papa ist der Baum und die Kinder, die Eichhörnchen, versuchen dann die Eicheln abzuluxen und man kann quasi der... Ja, das war dumm. Der VR-Spieler, der spielt quasi mit Handyspielern zusammen. Das ist ein sehr, sehr, also ich finde ein sehr, sehr innovatives Konzept. Oh, die Leiter ist umgekippt. Habt ihr das gesehen? Da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Das hilft uns, oder doch? So, dann halte ich mich jetzt auch mal an der Leiter fest. Oder geht jetzt ab? Ich hab, wow. Okay. Boah, was eine ausführliche Strecke. Jetzt will er uns da lang haben. Das ist doch echt wahnsinnig, was wir hier springen müssen. Wo lang, denn? Das ist aber hier jetzt auch wirklich Trial and Error, ne? Ach, er sagt, wir können hier unten noch lang. Ach, Tatsache, guck mal, hier unten sind nicht so Abbrechdinger. Und dann? Ach, jetzt flott die Karotte hoch, alles klar. So, ah, da unten geht Feuer los. Die Luftballons da oben ist schon echt. Ist toll, ist schön gemacht. Und das Klettern kommt auch gut rüber. So, die da unten, die sollen wir jetzt mal dreimal Nacken draufpacken und ein bisschen Kartoffelsalat. Und dann bin ich gleich da. Gut. So, 9 Minuten. Ist seit Weltrangliste gar nicht vertreten. Freunde? Habe ich nicht. Schade. Ach, ich bin wahrscheinlich zu häufig gestorben, ne? So, dann gucke ich mal auf die Uhr. Ja, ich vermute, wir kriegen keins mehr hin, Leute. Ich glaube, wir kriegen keins mehr hin. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, welchen Eindruck ihr von dem Game gewonnen habt. Ja, richtig geil. 53 Likes. Ja, vielen Dank. Ich lese das gerade. Der Ogni schreibt, 53 Likes. Der Hammer. Super, super. Und ich freue mich natürlich immer über jedes Däumchen. Und, ja, dann würde ich sagen, wir haben jetzt noch eine Auslosung vor uns. Und deswegen gehe ich jetzt mal aus dem Headset raus, beende mal das Streaming. Und dann gucken wir mal, wer die Spiele gewonnen hat. Wir haben nämlich heute einmal zu verlosen, wie passend, The Climb 2 und Luna. Da habe ich in der letzten Woche 2 Gewinnspiele gemacht. Bubbles. 2 Gewinnspiele gemacht, wo ich euch hier in diesem Stream den Gewinner gerne mitteilen möchte. So, boah, das war anstrengend, Leute. Das war anstrengend. So, und jetzt muss ich mal gucken, wer denn gewonnen hat. Ziehen wir doch einfach mal den Gewinner. So, gib mir eine Sekunde. Also gerade kam die Frage auf, wie kann man denn an einem Gewinnspiel teilnehmen? Ich mache das häufig in meinen First Impression Videos so, dass ich dann sage, ihr könnt das Spiel gewinnen, indem ihr das Video liked, die Zockstube abonniert und kommentiert. Also das kommt wirklich immer häufiger vor. Aber ich gebe dann immer eine gewisse Frist und die geht immer bis zu dem Tag vor der Auslosung. Das heißt, ihr hattet jetzt im Prinzip keine Möglichkeit mehr teilzunehmen. Aber vielleicht beim nächsten Mal einfach die Augen offen haben. Das mache ich häufiger mal bei so einem First Impression Video. So, dann fangen wir doch erstmal mit dem uninteressanteren Spiel an, nämlich Luna. Und Luna hat gewonnen, der Robert Hoffmann. Herzlichen Glückwunsch. Das zu Luna, melde dich doch bitte auf dem Discord-Server bei mir, dann können wir alles weitere regeln. Ich setze da auch immer so eine Frist, melde dich bis zum 14.03. bitte bei mir und danach würde ich sonst nochmal neu auslosen. Okay, dann der Gewinner von The Climb 2 ist der YouTube-Nutzer mit dem Namen Findest mich nicht.
Doch, wir haben dich gefunden und du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch zu The Climb. Für dich gilt genau dasselbe. Meld dich bitte per Privatnachricht auf dem Discord der Zockstube bei mir. Link findest du in der Videobeschreibung oder auch in der Beschreibung, wie du am Gewinnspiel teilnehmen konntest. Und dann klären wir alles weiter. Auch du bitte melden bis zum 14.03. Ja, und jetzt haben wir den Pflichtteil hinter uns. Ich gucke noch mal bei euch in den Chat, was denn so los ist. Habt ihr noch mal irgendwelche Fragen? Wollt ihr noch irgendwas wissen? Zwei, drei Minütchen habe ich auf jeden Fall noch. Ansonsten in der nächsten Woche, ich überlege die ganze Zeit, ich habe mal so eine Umfrage gemacht, so Q&A-mäßig. Fragt mich, was ihr wollt. Da kamen vorher sehr, sehr viele Rückfragen. Könntest du so ein Video mal machen? Und deswegen habe ich einfach mal so ein paar Fragen gesammelt, würde das gerne machen. Da ist eben die Frage, bereite ich da ein Video vor oder mache ich das im Livestream? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil ich so ein Format echt noch nicht gemacht habe. Aber wenn ihr da auf jeden Fall auch noch eine Frage an mich habt, die ihr gerne beantwortet haben möchtet, dann guckt mal in das Community-Tab auf der Zockstube, also geht auf diezockstube.de und dann habt ihr da so einen kleinen Reiter Community. Und da habe ich die Umfrage gemacht, da einfach drunter posten, was für Fragen ihr habt. Dann würde ich das halt gerne noch aufnehmen. Ansonsten müssen wir mal gucken, was am Donnerstag rauskommt. Die Spiele werde ich euch natürlich zeitnah vorstellen und nächste Woche Sonntag um 16 Uhr gibt es dann den nächsten Stream. Da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Vielleicht Akron, wie wir es gerade besprochen haben. Vielleicht kommt aber auch am Donnerstag ein geiles Spiel raus, was wir dann auch wieder zusammen zocken können. Ne? Und wenn ihr mal Bock auf ein gewisses Spiel habt und mir das sagen wollt, dann schreibt es auch einfach unter die Kommentare oder in die Kommentare der Videos. Gehe ich gerne drauf ein. Ja, dann noch ein letzter Hinweis oder zwei Sachen, die ich noch loswerden möchte. Ich habe gesehen, gerade wieder viele Leute, die gespendet haben. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich riesig über jede einzelne Spende. Ich werde mir das natürlich bis zur nächsten Woche nochmal anschauen und mich dann auch nochmal am Anfang des Streams dafür bedanken. Aber auch jetzt schon mal an alle, die ich gerade nicht genannt habe. Vielen, vielen Dank für eure Spenden. Und wenn ihr jetzt im Anschluss Bock auf mehr Livestreams habt, dann schaut doch mal hier unter dem Video. Direkt unter dem Video gibt es die Videobeschreibung, die könnt ihr aufblättern. Und da findet ihr meine Playlist, wo ihr alle Videos verlinkt habt, wo ich Livestreams gemacht habe. Also wenn ihr jetzt direkt im Anschluss nochmal ein schönes, ausführliches Gameplay sehen wollt, dann seid ihr da. Ja, auf der besten Adresse, zumindest was meinen Channel angeht. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Sonntagabend. Eine schöne Woche, einen schönen Start in die Woche und wir werden uns auf jeden Fall lesen, beziehungsweise ihr werdet mich wahrscheinlich auch sehen. Macht euch einen schönen Sonntagabend und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao, Leute!